Der Barbecue Master Kamado XL. Kamado Grill gibt es schon seit Jahrtausenden. Die kommen ursprünglich von Japan und von Indien. Der Kamado XL zeichnet sich aus durch eine extrem dicke Keramikschicht. Die Keramikschicht ist wie ein grosser Pizzaofen. Das heisst, die tut extrem gut isolieren und behaltet Wärme im Grill. Durch das brauchen wir sehr wenig Kohle oder auch Briketts zum Feuern. Wir haben hier eine Art ein Hochofenprinzip. Sie müssen sich vorstellen, dass durch den Schlitz hier unten die Luft angezogen wird und durch den Kamineffekt hier wieder aus dem Grill rauskommt. So können Sie auch mit der Zufuhr von der Luft und der Abfuhr können Sie regulieren, wie warm es im Innenraum sein soll. Der Kamado XL hat zwei klappbare Seiten. Die können Sie auch aushängen, zum Beispiel, wenn Sie im Winter reinnehmen wollen. Die Ablagen sind aus Bambus produziert, also sehr nachhaltig. Der komplette Unterbau ist aus Edelstahl, das heisst, er kann nicht rosten. Er hat vier Lenkrollen, wo Sie sehr einfach den Grill bewegen können. Und zwei Rollen von vorne, die Sie feststellen können. Hier oben im Kamado ist das sogenannte Daisy Wheel. Mit dem Daisy Wheel können Sie die Temperatur fein justieren. Zum Beispiel können Sie beim Anführen ganz auftun und nachher, sobald Sie angeführt haben, dann Sie nur noch hier die Abluft regulieren und so die Temperatur im Innenraum steuern. Die Anzeige zeigt Ihnen die Temperatur im Innenraum. So haben Sie jederzeit unter Kontrolle, wenn Sie zum Beispiel dann räuchern oder niedergaren, wie die Temperatur innen nachher ist. Im Innenraum vom Barbecue Master Kamado XL haben Sie einen Rost, der zweiteilt ist. Der hat eine sogenannte Klappe, wo Sie auch während dem Grillieren noch Holzkohle oder Briketts nachschießen können. Innen haben wir nachher einen Feuerring, eine Feuerschale und eine Kohleplatte. Die Kohleplatte und die anderen Teile können Sie alle rausnehmen, wenn Sie den Grill mal von innen reinigen wollen. Das wäre der Feuerring. Sie sehen auch, wie dick der ist. Dadurch haben Sie eine zusätzliche Isolation. Und auch, wenn Sie sich vorstellen, im Kamado, da geht nachher aussen die Luft auch rauf. Sowohl unten durch die Kohleplatte, wie auch rundherum. Das hier ist die Feuerschale. Sie sehen, die ist sehr gross und schwer. Auch extrem dick. Da ist nachher die Kohleplatte drauf. Und da unten sehen Sie den Schlitz, der die Luft unten reinzieht. Hier vorne sehen Sie den Puffer aus Edelstahl. Der ist dafür da, um das Gewicht vom Deckel zu dämpfen. Wenn Sie hier die Luftzufuhr zutun, erlischt so die Flamme im Grill. Das ist aber auch dafür da, dass Sie nach dem Grillieren, wenn Sie das alles auf die Seite schieben, können Sie unten die Tasche rausziehen. Als optionales Zubehör können Sie das Divided Conquer System haben. Das Divided Conquer System hat den Vorteil, dass Sie verschiedene Temperaturzonen machen können und Sie direkt und indirekt grillieren können. Ebenfalls können Sie unter eine Rostschale rein tun, wo Sie dann zum Beispiel Flüssigkeit rein tun, wenn Sie dann räuchern. Jetzt nehme ich den ersten Rost weg. So. Jetzt hier unten sehen Sie die Wärmeverteilplatte. Da kann ich die Hälfte wegnehmen. Und dann kann ich den Rost zum Beispiel oben drauf tun. So haben Sie jetzt eine Zone, wo Sie indirekt grillieren können, dort wo die Wärmeverteilplatte drunter ist, und direkt grillieren dort wo sie nicht ist. Sie haben auch die Möglichkeit, den Rost noch tiefer abzusetzen. Wenn Sie dann offen grillieren, haben Sie so eine größere Temperatur, wenn der Rost unten nachher ist. All die Elemente können Sie auch rausnehmen. Am Schluss haben Sie den Kreis hier, den Ring. Das ist für das da, dass Sie zum Beispiel einen Wok rein tun können. So können Sie auch mit dem Wok auf dem Grill grillieren. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Grillieren, Smoken, Backen mit dem Kamado XL.